Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Das sind die gruseligen Neuheiten 2020 rund um die Spiel Digital. Es geht hier in diesem Video um Spukstaben aus dem Hause Nürnberger Spielkartenverlag von Moritz Dressler. 1 bis 4 Spieler spielt sich in ungefähr 20 bis 30 Minuten und es geht um Buchstaben oder genauer gesagt um Lettern. Also Lettern, das sind die ursprünglich aus Blei gegossenen Buchstaben, die man in der Druckerei in die Druckmaschine einlegt, um damit Texte zu drucken für die Zeitung, fürs Buch, für was auch immer wir an Text produzieren wollen. Und in Spukstaben ist das so, dass wir eine alte Druckerei besitzen und es gibt aber so fiese Geister, die uns unsere Lettern klauen wollen. Wir beginnen immer mit 6 Spukstaben, die schon im Spiel sind und spielen immer über 10 Runden. Unter Umständen spielen wir weniger Runden, weil überhaupt gar keine Buchstaben mehr ausliegen, aber das ist mega unwahrscheinlich. Deshalb sage ich mal, wir spielen immer über 10 Runden. Eine Runde besteht daraus, dass wir, je nachdem, was unser Wertungsblock für die Anzahl der Spieler, die teilnehmen, eine bestimmte Anzahl Spukstaben aufdecken. Also wenn ich jetzt alleine zu zweit oder zu dritt spiele, wird hier in der ersten Runde werden 2 Karten aufgedeckt. Und wenn wir zu viert spielen, insgesamt sogar 3 Karten. Neue Karten, die aufgedeckt werden, die erscheinen immer erstmal hier in der Setzerei. Und dann gibt es hier noch ein Büro und es gibt die Ausgangstür. Und aus der Ausgangstür wollen wir die nicht entkommen lassen. Also beginnen wir die Runde. Ich decke 2 Karten auf, weil wir 2 Spieler sind. Es kann dann sein, dass hier oben links uns mitgeteilt wird, dass die in einem bestimmten Raum ins Spiel kommen. In dem Fall ist es der Anfangsraum, ne? Das ist hier in der Setzerei. Und wir decken das Ding auf und setzen sofort einen dieser Spuksteine auf die Karte, nämlich auf die Position, die durch unsere Spielerzahl vorgegeben wird. Decken zweiten auf und da gibt es eine zweite Besonderheit. Es gibt Spukstaben wie den kleinen hier, der das I klauen will. Die haben hier oben rechts so ein Symbol, das jetzt bedeutet, der hat einen großen Bruder. Und ein großer Bruder heißt, wir decken eine weitere Karte auf, die ebenfalls ins Spiel kommt. Weil ich hier so einen kleinen Spezialtisch aufgebaut habe, machen wir die jetzt wieder weg, weil da nicht genug Platz ist. Na, aber ebenso decken wir Runde für Runde 2 Karten auf, eventuell mehr, weil den großen Bruder mitbringen. Und dann nutzen wir den Kollegen hier. Der Kollege ist eine Sanduhr, die genau 1 Minute lang läuft. Und diese 1 Minute lang haben jetzt alle Mitspielenden Zeit, sich mit den Buchstaben, die Spukstaben hier transportieren, ein Wort auszudenken und für die entsprechende Runde auf ihrem Zettel einzutragen. Da gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten, nämlich einerseits haben bestimmte Spukstaben bestimmte Bedingungen. Ein Wort darf normalerweise maximal 10 Buchstaben lang sein und dann gibt es hier welche, die sagen, ich darf nicht mehr als 6 Buchstaben lang sein oder hier zum Beispiel ist ein H, dem es nicht erlaubt ist, in der Kombination SCH, also SCH, benutzt zu werden. So, jetzt schreibt jeder ein Wort auf. Und dann vergleichen wir das. Wenn Worte mehrfach auftauchen, dann kommen die aus dem Spiel raus. Letztlich wie bei Just One, Spiel des Jahres letztes Jahr, kommen dann raus und alle anderen werden gewertet. Und gewertet heißt, dass für jeden Buchstaben, der in dem Wort vorkommt, ich schreibe jetzt zum Beispiel hier das Wort Docht auf. Das ist hier der Faden, der in der Kerze steckt, den wir anzünden. Schreibe ich Docht auf und für jeden Buchstaben, der in diesem Wort vorkommt, wird dieser Stein um 1 nach unten geschoben. Ich habe das D, ich habe das O, ich habe das C, das H und das T. Und so wandern die runter. Diese Spukleiste ist umso länger, je häufiger der Buchstabe im Deutschen vorkommt. Das E zum Beispiel hat logischerweise einen besonders langen Spukstapel. Und es gibt ein paar Regeln über die Kommunikation, die erlaubt ist. Wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht, natürlich nicht, uns erzählen, welche Worte wir aufschreiben. Wir dürfen aber sagen, ich kann den und den Buchstaben unterbringen oder ich kriege alle aus dem Büro unter oder
Hey, wow, mindestens zwei von uns müssen unbedingt ein C hinkriegen, sonst entkommt uns das und so weiter. Ja, also die Kommunikation über das, was wir aufschreiben werden, ist eingeschränkt. Und wir haben, wie gesagt, sobald die Karten liegen, nur eine Minute Zeit, dass jede spielende Person ein Wort aufschreibt. Am Ende der Runde wandern die Spukstaben alle einen Raum weiter. Und jeder Spukstabe, der dadurch unsere Druckerei verlässt, hier in dem Fall das C, kommt auf den Stapel für entkommene Spukstaben. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, ein Holzklötzchen ganz von der Karte runterzukriegen, kommt er in unseren Siegpunktestapel. Das sind gefangene Spukstaben. Und so spielen wir eben 10 Runden, also nicht unbedingt die Karten durch, und haben dann gewonnen oder verloren. Das finden wir bei solchen Spielen ja immer ein bisschen schwierig. Es gibt dann immer Siegpunktregeln in den Anleitungen, die häufig Sinn ergeben und für manche Gruppen aber halt überhaupt gar nicht, weil sie einfach nur Freude an der Kommunikation in diesen Spielen haben. Hier ist es grundsätzlich so, dass man mit 15 Siegpunkten startet. Da kann man noch Bonuspunkte drauf addieren. Und dann zieht man die Anzahl der entkommenen Spukstaben ab und vergleicht dann den Punktwert mit einer Tabelle, ob man besonders gut oder besonders schlecht oder irgendwie so mittelprächtig abgeschlossen hat. Genau, das ist Spukstaben aus dem Hause Nürnberger Spielkartenverlag. Uns hat das als kleines kooperatives Spiel für zwischendurch richtig gut gefallen. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Ich meine, ist klar, ne, man muss irgendwie Wortspiele mögen, sonst kann man damit sowieso nichts anfangen. Was uns wirklich gut gefallen hat, ist diese eingeschränkte Kommunikation. Ja, man darf nicht über alles reden, man muss dann Worte aufschreiben und hat eben wie bei Just One dieses Problem, dass wenn Worte mehrfach auftauchen, die zwar vielleicht eine tolle Idee gewesen sein mögen, aber nicht gewertet werden. Und da kommt man teilweise auf Begriffe, die man so gar nicht im aktiven Wortschatz hat. Und das ist ganz schön. Wahrscheinlich herausragend wird es sein, wenn man das mit Kindern spielt, ab 10 Jahren aufwärts. Haben wir bisher nicht getestet. Wir haben in einer rein Literaten-Erwachsenenrunde gespielt. Und da spielt sich das sicherlich anders, als wenn man das in der klassischen Familienrunde spielt. Gucken, ob ich das mal zu fassen kriege, wenn mein Sohn da ist. Dann haben wir zumindest einen 12-Jährigen mit am Tisch. Und dann spielt sich das sicherlich anders. Aber so oder so lässt sich sagen, uns gefällt es rundheraus gut. Es ist ein wirklich schönes, kleines, kooperatives Spiel für zwischendurch, das sich jeder mal angucken sollte, unserer Meinung nach. Lasst uns hier unten Kommentare da, ob euch das Video gefallen hat oder ob ihr das ganz furchtbar gruselig fandet. Oder falls euch Spiele einfallen, die wir besprechen sollten. Das machen wir dann natürlich gerne. Lasst uns ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn neue Videos von uns in diesem Internet auftauchen. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß mit Spielen. Auf bald!